EU. Dieselpreis soll um 22 Cent steigen. EU-Parlament stimmt morgen über weiteren Spritwucher ab. Straßburg. Das Europäische Parlament stimmt morgen über eine weitere Verteuerung des Dieselpreises ab. Dieser soll um satte 22 Cent steigen, wie der Verband der Automobilindustrie berechnete. Hintergrund ist, Angaben aus dem Straßburger Parlament zufolge, eine einheitliche Versteuerung der Kraftstoffe nach deren Energiegehalt. Angeblich soll damit dem Klimaschutz Rechnung getragen werden. Die SPD ist für diese Steuerreform. CSU und FDP kündigten hingegen Widerstand an, wie die Berliner Morgenpost berichtet. Gegenüber dem Blatt sagte der SPD-Abgeordnete im EU-Parlament, Bernd Lange, es geht darum, die willkürliche Besteuerungsgrundlage für alle Energieträger zu beenden. Daraus ergeben sich Mindeststeuersätze, die absolute Höhe der Steuer wird von den Mitgliedstaaten bestimmt. Die Union werde die Pläne der EU hingegen blockieren. Es geht hier ausschließlich um die Erhöhung des Dieselpreises, so CSU-Mann Markus Ferber. Auch die FDP wird die geplante Verteuerung des Dieselpreises nicht mittragen. FDP-Europaabgeordneter Alexander Graf Lambsdorff: Die Folgen für Autofahrer, Wirtschaft und letztendlich alle Verbraucher sind klar. Steigende Preise, nachlassende Binnennachfrage, Gefährdung der Technologieführerschaft und des Industriestandorts. Erst vor kurzem belegte der ADAC, dass es in Deutschland eine systematische Abzocke an den Tankstellen gibt. Auch das deutsche Bundeskartellamt hat ein Prüfverfahren gegen die 5 großen Ölkonzerne eingeleitet, da geheime Preisabsprachen vermutet werden. Im Zuge des offenkundigen Spritwuchers erteilten jedoch Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble, beide von der CDU, Plänen zur Erhöhung der Pendlerpauschale und einer Steuersenkung bereits eine Absage. Eine skrupellose Anhebung des Dieselpreises auf Benzinniveau geht an die Grenzen der Belastbarkeit des deutschen Mittelstandes. Eine Kuh, die Milch gibt, schlachtet man nicht. Dies sollten die Abgeordneten der anderen europäischen Ländern beherzigen, wenn sie den deutschen Steuerzahler weiterhin belasten. Das Straßburger Parlament entscheidet morgen.